Hey Leute, Tobson hier und heute möchte ich euch mal einen Singleplayer-Taktik-Shooter vorstellen, den ich damals vor 14 Jahren, als er rauskam, im Jahre 2008 schon rauf und runter gespielt habe. Damals aber noch für die Xbox 360 und heute mal tatsächlich auf dem PC. Und auf dem PC fühlt er sich irgendwie nochmal geiler an, aber das zeigt auch irgendwie, wie zeitlos dieser Shooter immer noch ist. Wir reden hier von Brothers in Arms Hell's Highway. Das ist der dritte Teil der Brothers in Arms-Reihe und für mich auch der beste Teil, weil der einfach am meisten Fortschritt gezeigt hat in der Brothers in Arms Reihe. Man kann in der Third Person und in der First Person spielen. Man kann Feuer und Bewegung hier verdammt gut mit einbinden, indem man seinen Trupp Deckungsfeuer gibt, damit man den Feind zum Beispiel umfassen kann, damit man einfach ein wenig taktische Bewegungen durchführen kann, halt einfach ein bisschen Strategie, militärische Strategie mit einbinden kann, auch wenn es simple Strategie ist, ist es trotzdem verdammt geil und verdammt spaßig und irgendwie ist das Spiel einfach zeitlos. Das kann man immer spielen und was noch hinzukommt, das Ganze gibt es gerade bei Uplay oder Ubisoft Connect oder wie es auch immer heißt, im Angebot für 4 Euro und da habe ich es mir direkt für den PC geholt und ich bereue es natürlich nicht, weil es einfach unglaublich geil ist und weil es einfach Nostalgiewert hat. Damals zu der Zeit, wo Brothers in Arms Hell's Highway rauskam, hatte Ubisoft auch generell viele Taktik-Shooter in ihrem Sortiment. Da war einmal die Brothers in Arms Reihe, die Rainbow Six Reihe mit Rainbow Six Vegas 1 und 2 auf der Xbox 360 und unter anderem auch die Ghost Recon Reihe damals schon. Also hier merkt man schon, Ubisoft hatte damals eigentlich relativ viele Taktik-Shooter im Repertoire. Wobei man sagen muss, dass das jetzt nicht so krasse Hardcore-Shooter waren, wie man das von heute kennt, von Arma zum Beispiel, was ja schon fast eine Simulation ist, sondern es ist wirklich ein Taktik-Shooter gewesen. Man kann verschiedene Taktiken anwenden, um an sein Ziel zu kommen. Bei Brothers in Arms ist das eigentlich fast so wie bei den alten Rainbow Six Vegas-Teilen. Man hat erstmal einen Cover-Based-Shooter als Basis, kann dadurch aber auch Taktiken einsetzen. Zum Beispiel, man kann seinen Trupp befehligen, dass er Deckungsfeuer gibt, damit man weiter vorrücken kann unter eigenem Deckungsfeuer, um dann den Feind in die Flanke zu stoßen und den Feind zu vernichten. Das ist eine Möglichkeit, die man hier machen kann. Man kann aber auch selber Deckungsfeuer geben und seinen Trupp einfach vorschicken. Also quasi Feuer und Bewegung, um letztendlich den Feind zu vernichten. Was eine ziemlich geile Sache ist und auch eine simple Sache, weil man eigentlich nichts anderes macht die ganze Zeit. Man macht eigentlich nur die ganze Zeit Feuer und Bewegung, man gibt Deckungsfeuer, rückt weiter vor und versucht den Feind zu vernichten. Und das damals schon im Jahre 2008. Gerade wenn man das Spiel vorher nur auf der Xbox 360 gespielt hat oder meinetwegen auf der PlayStation 3, dann wird man von der PC-Version schon ein bisschen überwältigt sein, weil es einfach nochmal deutlich besser aussieht natürlich als die Xbox 360 oder PS3 Version und weil es sich einfach 10-mal flüssiger noch spielt. Auf der Konsole ist es halt ein 30 FPS-Lock gewesen, da spielt sich das nicht so unglaublich flüssig wie auf dem PC. Und das Ganze sieht einfach nochmal gestochen schärfer auf dem PC aus. Es ist einfach generell die bessere Version natürlich. Ist ja aber auch klar, weil auf dem PC sieht es immer besser aus. Aber man guckt schon ganz schön blöd, wenn man das Spiel anschmeißt auf dem PC und sich denkt, das ist zwar kein Grafik-Hingucker mehr im Vergleich zu, wie die Spiele heute aussehen, aber es spielt sich immer noch gut und es sieht irgendwie trotzdem immer noch gut aus. Und daran merkt man, wie zeitlos manche Spiele sein können, wie zum Beispiel Brothers in Arms in dem Fall. Was natürlich auch noch für damalige Verhältnisse unglaublich gut war und ich bis heute auch noch immer gut finde, ist die Soundkulisse, denn die Waffensounds, die Gefechte, hören sich richtig gut und richtig intensiv an. Das ist, glaube ich, auch gefühlt das erste Spiel gewesen, was einen richtig guten MG42-Sound gemacht hat und der auch bis heute noch gefühlt unschlagbar ist im Vergleich zu manchen anderen Spielen. Selbst Call of Duty hat das noch nicht hinbekommen. Also das muss man an der Stelle auch mal sagen. Und auch die Thompson hört sich richtig gut an. Also die Waffensounds sind schon fast on point. Und manche moderne Spiele können da heutzutage nicht mal mehr mithalten. Und auch die Kulisse, wie ihr gerade im Hintergrund gesehen habt, wie die Fallschirmjäger da abgesetzt werden bei der Operation Market Garden, die man übrigens hier spielt, ist auch verdammt cinematisch und sieht einfach total geil aus. Was aber nicht total geil ist, sondern total schade eher, ist, dass genau solche Taktik-Shooter wie Brothers in Arms, Hell's Highway dabei sind auszusterben oder schon fast eigentlich ausgestorben sind. Weil wenn man jetzt mal zurückblickt, das hier ist der letzte Teil der Brothers in Arms Reihe, der rausgekommen ist. Das ist jetzt schon 14 Jahre her. 14 Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Oder auch die Rainbow Six Reihe. Der letzte wirkliche Rainbow Six Teil, der so war,
wie zum Beispiel hier Brothers in Arms Hell's Highway, der wirklich noch ein Singleplayer-Taktik-Shooter war, ist Rainbow Six Vegas 2 gewesen. Und Vegas 2 kam, glaube ich, auch 2009 oder 2008 oder irgendwie so zwischen 2008 und 2010 auf jeden Fall raus. Ist jetzt auch schon weit über 10 Jahre her. Und Rainbow Six Siege kann man ja schon eigentlich nicht mehr dazu zählen, weil das war ja eher ein Competitive Multiplayer Game. Das war ja gar nicht mehr so, wie Rainbow Six eigentlich war. Und das finde ich eigentlich total schade, weil gerade bei so Singleplayer-Taktik-Shootern kann man auch einfach mal ganz entspannt alleine einen Taktik-Shooter spielen, wo sogar nur eine kleine Story hinter ist und wo man nicht allzu sehr schwitzen muss, wie bei Squad zum Beispiel, wo man nicht die ganze Zeit hoffen muss, dass man von links aus irgendeiner dunklen Ecke abgeknallt wird, wo man gar nicht weiß, woher der Schuss überhaupt kam, weil manchmal hat man einfach nur Bock auf ganz normale, simple Taktik-Shooter und nicht auf irgendwelche Hardcore-Taktik-Shooter, wo immer irgendein Competitive Multiplayer dabei ist. Das finde ich sehr, sehr schade, dass solche Taktik-Shooter in letzter Zeit kaum bis gar nicht mehr hergestellt werden. Und gerade solche Taktik-Shooter sind Spiele, die verdammt gut auf Konsolen laufen. Und es gibt halt auch Leute auf der Konsole, die gerne mal den einen oder anderen Taktik-Shooter spielen. Und wenn wir jetzt mal Ghost Recon als Beispiel nehmen, dann muss man auch sagen, das Ganze ist jetzt nicht der Taktik-Shooter, wie man den ursprünglich kannte. Es ist eher ein Open-World-Sandbox-Game mit ein bisschen Militärzeugs drin. Das ist nicht mehr so wie früher. Ist zwar trotzdem gut, aber es ist nicht mehr das, wie man es von früher kennt. Und da fehlen genau solche Spiele auf der Konsole wie Brothers in Arms oder halt die alten Rainbow Six-Teile. Und das sollte vielleicht mal wiederkommen, dass genau solche Spiele für die Konsolen wieder rauskommen, weil auch Konsolenspieler möchten sowas gerne mal spielen. Denn wir sind uns alle einig, Spiele wie zum Beispiel ein Squad oder ein Arma werden niemals auf Konsole machbar sein, weil man so viele Tasten auf dem Controller gar nicht hat. Deswegen sind solche Taktik-Shooter eigentlich die perfekten Alternativen für Konsole. Natürlich auch für einen PC, wenn man jetzt mal einfach mal einen entspannteren Taktik-Shooter spielen will, ist es einfach super. Gerade wenn man sich von dieser geilen Soundkulisse vom Gefechtsfeld einfach mal berieseln lassen will, wie hier im Brothers in Arms. Hell's Highway, also definitiv heute auch im Jahre 2022 immer noch einen Blick wert. Und auch einmal durchspielen ist das Ganze natürlich auch wert. Und nicht nur die Leute, die damals diese alten Taktik-Shooter gefeiert haben, sondern auch tatsächlich Leute, die jetzt vielleicht erst seit ein, zwei Jahren Taktik-Shooter spielen und eher neu sind, was Taktik-Shooter angeht. Auch die werden wahrscheinlich Hell's Highway richtig cool finden, weil es einfach simpel ist und ziemlich actionlastig. Und ich denke, das werden wirklich viele, viele mögen, solches Gameplay. Und für 4 Euro, gerade im Shop, ist das halt quasi wie geschenkt. Ihr werdet einfach extrem viel Spielspaß darin haben und das Spiel wird euch einfach so viel wiedergeben, dass es sich einfach extrem lohnt. Ich kann das euch wirklich nur, ich kann es euch einfach nur am Herzen legen, das Ganze sich mal anzuschauen. Denn vor allen Dingen muss man auch an der Stelle mal sagen, dass ihr vielleicht sogar das Spiel nicht nur einmal, sondern auch vielleicht sogar zweimal durchspielen werdet. Weil ihr immer wieder irgendwelche neuen Taktiken herausfinden werdet, wie ihr denn besser vorgehen könnt. Ihr könnt zum Beispiel auch mal einen Panzervernichtungstrupp einfach vorschicken, der dann irgendeine MG-Stellung zerstört. Oder ihr könnt vielleicht auch einfach mal euren MG-Trupp einsetzen statt den Panzervernichtungstrupp. Auch wenn es simple Taktiken sind, kann man doch auf verschiedene Arten und Weisen vorgehen. Und ich habe mich selber in diesem Spiel mehrmals wiedergefunden. Und das jetzt schon, glaube ich, zum 5. oder 6. Mal auf der Xbox habe ich das 4-mal oder so durchgespielt. Also das kann man immer wieder spielen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von Brothers in Arms haltet. Generell von der Reihe und auch von Hell's Highway. Und ob ihr es vielleicht mal spielen werdet. Oder ob ihr es selber mal hart gefeiert habt damals. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Würde mich wirklich brennend interessieren. Wie ihr wisst, ich lese eigentlich immer fast jeden Kommentar. Haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.